nach Kingman in die Stadt rein. Ja, morgens um 7 in Kingman. Guten Morgen, kannst du was zum Super 8 sagen? Guten Morgen. Also auf all meinen Roadtrips muss ich ja sagen, Super 8 war immer super. Wir hatten aber noch nie so ein schlechtes. Also, das sprengt alles. Sarah hat Löcher in der Bettdecke. Wir mussten 35 Minuten auf ein Check-in warten, weil das System abgestürzt ist. Aber ein kleiner positiver, sie hat extra Kaffee für uns gekocht. Also das müssen wir ihr wirklich zugute halten. Ist abends noch los und Käffchen gekocht. Also ein Sternchen dafür. Der zweite gibt's, wir waren warm und trocken. Wir mussten nicht im Zelt schlafen. Ja, und den Rest sehen wir, wenn wir geduscht haben. Machen wir unseren Morgenspaziergang mal in Kingman und laufen zu den großen, was ist es denn eigentlich, sind das Wassertanks? Ich glaube, ja. Jetzt laufen wir zu den großen Wassertanks. Von hier sind es nochmal etwa 10 Minuten zu Fuß zum Visitor Center. Machen wir natürlich nicht, wir sind in Amerika, wir fahren selbstverständlich mit dem Auto. Und da wartet auch unser Kaffee, den wir gerade noch im Hotel mitgenommen haben. Für amerikanische Verhältnisse gar nicht schlecht. Also manchmal hat man ja einfach nur heiß Wasser, wo man eine Kaffeebohne dran vorbeigelaufen ist. Aber der war gut, ne? Ja. So, wir sind schon da. Unseren ersten Tagespunkt für heute haben wir jetzt erledigt. Wir waren in Kingman im Visitor Center. Natürlich habe ich meinen Magneten gekauft und wir haben ein bisschen rumgebummelt, waren noch mal Pipi machen und jetzt geht es weiter zu unserem nächsten Stop auf unserer Liste. Das ist der Hackberry Store. Was machen wir da? Souvenirs, Souvenirs, Souvenirs. Vielleicht streichen wir auch noch eine Katze. Ja. Und einen Kaffee, vielleicht. Ich habe gerade schon zu Lena gesagt, dass ich ein bisschen traurig bin, dass wir jetzt heute diesen Route 66 Abschnitt abschließen. Wochen und Monate haben wir es geplant, drüber gesprochen, Nächte durchtelefoniert. Wo wollen wir noch anhalten? Was wollen wir uns angucken? Videos geguckt. Und heute ist dann vorbei. Macht aber nichts, danach kamen die nächsten guten Sachen. Übrigens fahren wir jetzt gerade nochmal in unserem Hotel vorbei. Super 8 bei Windham. Und das können wir mal eben erzählen. Sind wir da gestern Abend angekommen und die hatten ein Break Together. Das System hat nicht mehr funktioniert. Die waren down und dann saßen wir abends um, weiß nicht, wie 11 oder so? Ja. Saßen wir in einer Lobby und es ging nicht vor und zurück, wir konnten nicht einchecken. Weil die unsere Reservierung dementsprechend halt auch nicht im System finden konnte. Da hat sie eine Kollegin angerufen, die kam dann auch, hat es dann händisch gemacht. Also es gab irgendein Formular, was auszufüllen ist, was sie aber nicht wusste. Und dementsprechend konnten wir dann eine Stunde später, fast eine Stunde später, ne? Einchecken, ja. Erst ins Zimmer. War aber nicht schlimm, war dunkel.
haben wir den Dreck nicht gesehen. Ich habe eine Bettdecke gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da waren Löcher drin. Also, die war mindestens so alt wie die Route 66, diese Decke. Aber die Dusche war okay. Ich habe nicht geduscht. Sehen alle, du bist ein Dreckschwein. Mhm. Aber Zähne haben wir geputzt. Mhm. Also ich war nicht dabei. Ich habe auch Zähne geputzt. Okay, gut. Ja, das war gut. Ende. Das Zähneputzen auch. Lena, Schokobrötchen. Hast du Hunger? Da hinten? Oh, wir haben die Lampe immer noch nicht ausgemacht. In unserem Mietwagen ist es so, das Licht funktioniert hier nicht automatisch. Also müssen wir immer diesen Knopf drücken, was auch nicht schlimm ist. Aber gestern Nacht haben wir es vergessen, ganz viel Glück gehabt, die Batterie war nicht leer. Was ist das noch? Erst kein Benzin. Dann keine Batterie. Die Lampe angelassen, ohne Licht gefahren. Lena uns geschoben. Sie ist aber auch wieder still heute. Oh, das ist wirklich schön hier. Grüner Kopf ist bei Google Maps als Sehenswürdigkeit abgespeichert. Wir haben uns markiert, sind mal hingefahren. Wir wollten uns das mal anschauen. Wir schauen mal nach, warum er da ist. Aber was ziemlich cool ist, ist die Tankstelle hinter uns. Das ist echt niedlich gemacht. Das finde ich cool. Na, hast du ein neues Auto gefunden? Ja. Was fällt's in das ganze Armaturenbrett? Textilien könnten sehr katzenhaarlastig sein. Aber es ist ultra cool. Sehr, sehr sehenswert. Also ich würde immer wieder anhalten, wenn ich hier in der Nähe wäre. Ziemlich cool. Ja. Daumen hoch.
einer Boxenstop in Peach Springs. Hier ist nix. Also es ist eine kleine, alte, zerfallene Stadt. Ja, es gibt wirklich nicht viel zu erzählen. Eine Post, ein Markt. Das war's. Lena ist auch wieder abgerutscht. So, das gebe ich dir und dann fahren wir weiter. So, jetzt haben wir noch 36 Meilen bis Seligman. Und dann gucken wir mal, was da uns erwartet. Ich glaube, ein kleines Visitor Center ist da. War da nicht auch das Sheriff-Büro? Und wir gucken mal. Landschaftlich ist das hier wunderschön. Also wenn man hier diese alte Route 66 fährt, von Dörfchen zu Dörfchen, durch die Ausläufer der Grand Canyon, des Grand Canyons, Wahnsinn. Und das ist der Knaller, man kriegt es gar nicht so auf die Kamera, wie man es hier in Live dann wirklich sieht. Wir haben vorhin schon gesagt, man nimmt das alles auf wie so Löschpapier. Auf der rechten Seite sind die Grand Canyon Caverns. Die könnt ihr besichtigen und irgendwie in dem Berg schlafen. Die sollen da drinnen Hotelzimmer haben. Kostet aber wohl 30 Euro Eintritt. Deshalb entscheiden wir uns jetzt dagegen. Angekommen in Seligman und hier ist das weltgrößte Route 66 Sign. Genau auf der anderen Straßenseite ist das Souvenirladen-Ding. Schauen wir uns auch nochmal an. Das haben wir uns jetzt gerade anders überlegt mit dem Souvenirladen. Da ist nämlich nichts drin. Aber wir haben so eine alte Häuserfront entdeckt. Das sieht ganz niedlich aus. Das gucken wir uns jetzt mal an. Sedona. Ja, geschafft, geparkt. Jetzt. Und jetzt erkunden wir die Stadt.
ist das so schön. Doreen hat es vorher erzählt, die war letztes Jahr im Sommer schon hier. Und schön ist ja mal relativ, aber das lohnt sich wirklich. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsorte. Wunderschön. Definitiv eine Empfehlung. Ja.